Niemand freut sich über unerwünschte Gäste in der Wohnung. Ganz besonders nicht über Mäuse, die deine Sachen anknabbern. Aber keine Sorge, du bist zufällig auf dem richtigen Video gelandet, um dieses Problem wieder zu lösen. Insgesamt werden wir uns nochmal grob ansehen, wie man den Mäusebefall überhaupt erkennt, welche Methoden es zur Bekämpfung überhaupt gibt, werden evaluieren, welche Vor- und Nachteile diese haben und schauen uns zu guter Letzt auch noch sinnvolle Präventivmaßnahmen an, damit das Ganze nicht nochmal passiert. Also fangen wir an. Woran erkennt man einen Mäusebefall? Es sind die charakteristischen Spuren, die auf die Anwesenheit einer Maus hindeuten. Sie selbst nisten gerne verdeckt und lassen sich deshalb auch nur äußerst selten blicken, aber ihre Spuren kannst du schon deutlich früher finden. Also auch schon lange, bevor du auch nur eine Maus zu Gesicht bekommst. Nagespuren, unangenehmer Geruch, Geräusche und besonders Mäusekot sind hier die eindeutigen Indikatoren, nach denen man sich richten kann. Der Kot von Mäusen zeichnet sich dadurch aus, dass er ca. 5 mm groß ist und davon dann sehr viel auf einem Haufen liegt. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob es sich wirklich um Mäuse handelt oder auch andere Nager auf deinem Dachboden sind, dann solltest du dir dieses Video von uns anschauen. Da gehen wir besonders auf die Unterschiede ein, sodass du genau weißt, womit du es zu tun hast. Bist du dir dann sicher, kannst du jetzt wild mit der Schippe um dich schlagen oder auch auf mehr herkömmliche Methoden zurückgreifen. Primär gibt es da drei Herangehensweisen: Lebendfallen, Schlagfallen und Mäusegift. Die Lebendfalle ist auf den ersten Blick die angenehmste Lösung. Auf dem Markt gibt es sehr viele zuverlässige Fallenlösungen, aus denen sich die Maus garantiert nicht mehr befreien kann. Und dann kannst du die auch sicher in der Natur wieder entlassen. Das hat allerdings auch einen Haken. Wenn die Falle zuschlägt, musst du auch schnell handeln. Ansonsten leidet die Maus sehr stark, da es sehr stressig ist, plötzlich da festzusitzen. Oder verhungert auch im schlimmsten Fall sogar. Schlagfallen wirken dagegen schon brutaler auf den ersten Blick, aber tatsächlich ist es auch eine sehr humane Möglichkeit, da sie die Mäuse schnell töten, ohne sie lange zu quälen. Das gilt natürlich auch nur für starke Fallen, also zu schwache Fallen werden die Maus nur quasi festhalten, bis sie dann langsam und unter Schmerzen verhungert. Deshalb empfehlen wir unsere Gorilla Traps Mausefallen, welche sogar nach § 18 des Tierschutzgesetzes zugelassen wurden. Also töten diese auch wirklich human und ohne unnötig langen Leiden. Was genau man beim Aufstellen einer Mausefalle dann beachten muss, werden wir dir dann in einem späteren Video nochmal erklären, denn dazu gibt es auch noch einiges zu erzählen. Aber warum streuen wir nicht einfach Gift aus? Das ist doch auch super. Oder nicht? Ja. Nee, ist es nicht. Ja, die Maus stirbt zwar davon, aber dafür ist der Prozess auch sehr lang und qualvoll. Denn Ratten- und Mäusegift, oder auch Antikoagulantien genannt, verhindern die Blutgerinnung, wie der Name schon andeutet. Also verursachen sie innere Blutungen, welche dann nicht mehr aufhören, bis das Tier stirbt. In dieser Zeit kann sich die Maus aber auch noch weiter bewegen, was dann dazu führt, dass sie dann an irgendeinem abgelegenen Ort, wie irgendwo in der Zwischendecke, stirbt und dann auch irgendwann anfängt zu verwesen. Und will man das? Nein. Also bleibt nach der Wahl der Falle nur noch ein Schritt. Verhindern, dass es nochmal so weit kommt. Die Grundlage ist da eine gründliche Reinigung, um den Mäusegeruch zu entfernen und auch die Krankheitsübertragung durch Mäusekot zu verhindern. Das ist nämlich auch noch ein Risiko dabei. Dabei solltest du natürlich schon die Augen offen halten und nach Löchern, Rissen und Fugen suchen, wo die Mäuse durchkommen könnten. Diese solltest du dann dringend verschließen, zum Beispiel mit unserem Mäusestoppdichtmittel. Dieses eignet sich im Gegensatz zu Silikon oder Bauschaum sehr gut dafür, da es von den Mäusen nicht einfach wieder durchgeknabbert werden kann und sorgt so für einen Langzeitschutz. Zusätzlich gilt Ordnung halten auf dem Dachboden. Je mehr da herumsteht, desto besser eignet sich dieser auch zum Einnisten von Mäusen. Also schau einfach mal alles durch, ob du da wirklich noch alles von aufheben möchtest und entsorge das eine oder andere davon. Das hilft auch, um sicherzustellen, dass der Haushalt wirklich mäusefrei ist. Gleiches gilt natürlich auch für den Keller und wenn du da auch noch Lebensmittel lagern solltest, solltest du diese auf jeden Fall fest verschlossen lagern, wie zum Beispiel in Glasbehältern. Zusätzlich kannst du auch nur unser Marder-Spray einsetzen, welches Öle enthält, dessen Geruch die Mäuse so gar nicht mögen und dementsprechend dann dein Haus meiden. Mit all diesen Tipps konnten wir dir hoffentlich helfen, deinen Mäusebefall in den Griff zu bekommen. Wenn ja, dann lass es uns auch gerne mit einer positiven Bewertung dieses Videos wissen und kommentiere gerne deine Erfahrungen, die du mit Mäusen im Haus gemacht hast. Wenn du weitere Inhalte von uns sehen möchtest, abonniere gerne unseren Kanal. Letztens haben wir zum Beispiel gezeigt, wie man Jacken imprägniert und das hat mir in der letzten regnerischen Zeit sehr weitergeholfen, denn meine Jacke hält jetzt dicht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!